Linguistik beschäftigt sich mit Sprache, mit allen Sprachen der Welt, und zwar mit der Struktur der Sprachen. Wir vergleichen Sprachsysteme miteinander und versuchen, ein bisschen mehr über den Menschen, über die Kognition, über Sprache und Gehirn, über Sprachverarbeitung herauszufinden. Wir werden natürlich oft gefragt, oh, und wie viele Sprachen sprichst du? Darum geht es gar nicht. Also die Linguistik sieht Sprache eher als Forschungsgegenstand. Wir beschäftigen uns mit der Anatomie der Sprache. Das bedeutet aber nicht, dass wir dann auf allen Sprachen der Welt Brötchen bestellen können. In Düsseldorf machen wir ganz viel Forschung, und das hat das Vorteil, dass auch unsere Lehre auf dem vordersten Stand ist. Wenn Sie in Düsseldorf beginnen, dann bekommen Sie erst einmal sehr breit theoretisch und methodisches Wissen vermittelt in allen wichtigen Kernbereichen. Damit wird erstmal eine Grundlage für das spätere Verständnis im Studium geschaffen. Dann ab dem dritten oder vierten Semester fange ich an, mich zu spezialisieren und meinen ganz eigenen Fachbereich herauszuarbeiten. Wir haben auch Veranstaltungen, die zum Teil in englischer Sprache laufen. Natürlich können Sie sich auch während Ihres Studiums weiter vertiefend mit Englisch auseinandersetzen, aber so ein bisschen Grundwissen in Englisch ist auf jeden Fall sinnvoll. Man lernt Texte zu analysieren, Texte zu verfassen, zu vereinfachen. Sie lernen in Ihrem Studium, wie Kommunikation funktioniert, was bei Kommunikationsprozessen schieflaufen kann, wie Sprachverarbeitung funktioniert, wie mehrdeutig Sprache sein kann. Und genau daran haben Unternehmen Interesse, dass Informationen klar und nicht mehrdeutig kommuniziert werden. Und deshalb werden für solche Bereiche dann auch besonders gerne Linguisten eingestellt. Ich finde Linguistik deswegen so faszinierend, weil es mir erlaubt, einen Einblick zu bekommen in unsere menschliche Kognition. Und das ist letztendlich zum größten Teil das, was uns als Menschen ausmacht. Und ich finde uns sehr interessant.